Sascha für NetbookNews.de, immer noch Tag 0 der CeBIT 2012. Wir sind gerade im Planet Reseller Halle 15 am Gigabyte-Stand und schauen uns das erste Ultrabook von Gigabyte an. Das ist das U4224, 13.3-Inch Display, 1366x768 ist die Auflösung. Kommt mit der dritten Generation von den Core-i-Prozessoren, das heißt also Ivy Bridge. Core i5 ist jetzt hier eingebaut. Und ganz interessant, das erste Ultrabook, was noch mit einer dedizierten Grafikkarte rauskommen wird. Und zwar mit einer NVIDIA GeForce GT640M. Lasst uns mal ganz kurz ums Gerät drumherum schauen. A ist es so etwa 1,5 Kilogramm schwer, das heißt, es ist auch recht schwer für ein Ultrabook. Anschluss fürs Netzteil, HDMI-Ausgang, zwei USB 3.0-Anschlüsse, ein 4-in-1-Card wieder. Hier vorne haben wir ein paar Status-LEDs und dann auf der Seite Kensington Keylock, Jack für Headset, Mikrofon, USB 2.0, VGA-Ausgang, Ethernet-Connector und das war's auch schon. Großes Chiclet-Keyboard, große rechte und linke Shift-Taste, Feedback ist ganz gut, es drückt sich leicht hier ein bisschen durch, wie ihr sehen könnt. Ansonsten großes Trackpad, Single-Maus-Button ist noch dabei und das war's im Grunde genommen schon. Lass uns die Kiste noch mal ganz kurz zumachen, weil dann seht ihr nämlich auch, hier ist ein schönes gebürstetes Aluminiumgehäuse, zumindest der Deckel besteht aus gebürstetem Aluminium. Und auf der Rückseite haben wir, ja, den wie immer fest verbauten Akku, aber ihr kommt zumindest hier wahrscheinlich an die Festplatte und an den RAM relativ schnell dran. Festplatte ist übrigens auch noch eine interessante Feststellung, weil das Gerät kommt, ihr seht erstmal dieses Instant On ist sofort da, kommt mit einer Hybrid-Festplatte, die auch einmal hier mit SanDisk und dann ist da noch so eine Western Digital eingebaut. Die SanDisk hat 100 GB und die Western Digital 600 GB, also 700 GB insgesamt so ungefähr zur Verfügung. Und 4 GB RAM hat die Kiste auch. Das ist das neue Gigabyte U4224 Ultrabook, wird rauskommen etwa im Mai. Ich bin Sascha von netbooknews.de, vielen Dank fürs Zusehen.